Hallo, ich heiße Nico und ich restauriere zusammen mit meinen Kindern zum ersten Mal ein VW T3 Synchro, um damit die Welt zu entdecken und an Orte zu fahren und stecken zu bleiben, wo vielleicht sonst keiner hinkommt. Hallo zusammen, ich werde euch heute zeigen, wie ich den Tank überholen werde mit meinen Jungs und einbauen. Die ganzen Teile, die ich jetzt benutze, habe ich bei VW Bully Parts gekauft. Und im Nachhinein war ich noch glücklicher, als ich erfahren habe. Und zwar alle, die das mitverfolgt haben. Ich habe einen Benzinertank, brauche aber für einen 2E-Umbau den Dieseltank für den Synchro. Und bei VW Bully Parts ist das so, dass die beiden Tankbänder passend sind für den Diesel und für den Benziner. Das ist bei einem anderen oder bei einigen anderen Shops nicht so. Aber hier hat das ohne Probleme auch für den Dieseltank gereicht. Okay, ich will euch nicht weiter aufhalten. Viel Spaß beim Video. Die Schrauben sind bei mir fast locker, ne? Also ich brauche keine Kraft, um die zu lösen. Ich hätte das nicht aufgemacht. Was? Nein? Nein. Warum nicht? Weil es dicht war. Ich habe alles neu. Alle neuen Dichtungen. Achso. Ich habe alles neu. Mach auf. Oh, ich stehe in der Kamera. Nicht schlimm. Gut, ich schweiß den Auspuff fertig. Kannst du nochmal drauf? Dann können wir den Motor einbauen. Ehrlich jetzt? Nein, die Kupplung ist noch bei mir raus. Ja, stimmt. Solange die jetzt draußen weitermachen, werde ich hier ein bisschen putzen. Weil ich kann mir das nicht angucken, wie die manchmal putzen, ne? Oder Sachen machen. Am besten lasse ich die da alleine. Ja? Habt ihr gut gemacht, Jungs. So, und dann Hände waschen alle. Schnell Hände waschen und dann müsst ihr noch schnell spielen, sonst schafft man es nicht. Los. Habt ihr gut gemacht heute. Ja? Zwar auch ohne die zwei Helfer, aber ist halt nicht so lustig. Guck mal, so ein großes. Nee. So sieht von richtig so unser Licht aus. Hier. Das hier ist VW-Zeichen. Hier sind viele Kartons. Das ist der Motor. Damit macht man den Motor zu. Das hier weiß ich nicht, was es ist. Irgendwie so Müll. Na, warte ab. Nächste Woche baust du mit mir den Müll in den Bulli ein. Jetzt Fett, ne? Ja. Das ist Mike Sanders Fett. Und wenn das kalt ist, ist es so hart, siehst du?
Und das erhitzen wir jetzt. Geh mal zur Seite, Lenny. Ich will das jetzt heiß machen. Da kommt Feuer drin raus. Ja, da kommt Feuer raus. Da hinten besonders. Und dann ist Kamera. Die ist hier neben mir. Kamera. So, das reicht. Kann ich hier erstmal machen wir Silikonspray drauf. Guck mal. Jetzt geht's nicht. Rausgekommen. Gut, ne? Ja. Gut. Ja, das muss ja so sein. Hol mal ein 10er. 10er Nuss und eine kleine Ratsche. Eine kleine Ratsche? Genau. Super. Mach zu und nimm das mit. Gut. Hier ist noch grün. Nein, das ist zwei grüne Punkte sind das. Ja, das sagt dann aus, was für eine Feder das ist. Das ist doppelgrün. Ja, und dann weiß man, okay, das ist die Feder von dem und dem T3. Eine Hand hält die Ratsche hier oben fest. Ja, genau. Und die andere dreht. Los. Schön gerade halten. Mit der Hand musst du es schön so dran halten. Mach mal. Das musst du lernen. Ich kann ja nicht immer für dich halten. Nimm mal die Handschuhe ab. Damit kann man ja nicht arbeiten. Aber ich will. Das, ja? Na gut, dann mach. Super, super hältst du das. Mal schön gerade halten, genau. Weiter, weiter. Schaffst du das noch? Schwer? Ja. Ey, nicht den Bulli kaputt machen. Das war nicht passiert.